Madrid, 1567. Don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, Herzog von Alba, wird von Philipp II., König von Spanien, nach Brüssel abgesandt, um die aufmüpfigen niederländischen Provinzen zu befrieden. Noch im königlichen Palast trifft er auf Don Carlos, den Infanten. Zwei Worte, Prinz. Ganz recht. Schon gut. Ein andermal, ja? Der Ort scheint freilich nicht der schicklichste. Doch kaum, dass Sie das Zimmer des Monarchen verlassen hatten, waren wir aufgetragen, nach Brüssel abzugehen. Brüssel. So. Sie reisen, ja? Reisen Sie mit Gott. Sonst nichts. Das nimmt mich wunder. Eure Hoheit hätte mir weiter nichts nach Flandern aufzutragen. Was sonst? Was dort? Doch vor kurzem schien es noch, als fordere das Schicksal dieser Länder Don Carlos' eigene Gegenwart. Wieso? Sie sind ein großer General. Wer weiß das nicht? Ich bin ein junger Mensch. So hat es auch der König gemeint. Der König hat ganz recht. Ganz recht. Glück auf den Weg. Ich kann jetzt, wie Sie sehen, schlechterdings. Ich bin soeben etwas überhäuft. Das Weitere auf morgen. Oder wenn Sie wollen. Oder wenn Sie von Brüssel wiederkommen. Hm? Wie? Alba. Die Niederländer fürchten ein doppeltes Joch. Wer bürgt ihnen für ihre Freiheit? Freiheit? Ein schönes Wort. Wer es recht verstände. Was wollen sie für Freiheit? Was ist des Freiesten Freiheit? Recht zu tun. Und daran wird sie der König nicht hindern. Glaube mir, ein Volk wird nicht alt, nicht klug. Ein Volk bleibt immer kindisch. Und wie selten kommt ein König zu Verstand? Freiheit. Schönes Wort. Wer es recht verstünde.